Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Eden Grafters Ocean World. Und wir wollen uns die Ender-Rakete bauen. Die Ender-Rakete brauchen wir, um den Mond zu pulverisieren, damit diese großen Wellen, die uns hier regelmäßig heimsuchen, und da hinten scheint sich schon wieder eine zusammenzubrauen, damit diese uns nicht weiter stören. Wir haben die Raketenstartbasis gebaut, Startplattform. Ich habe sie noch nicht bereinigt hier. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich wollte ja eigentlich hier ein bisschen den Felsen wegräumen. Gut, sei es drum. Ich habe mich aber um Rohstoffe gekümmert und wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten. Wir müssen noch mal Schwefelerz holen und wir müssen noch die restlichen Rotoren bauen. Das machen wir zusammen. Ich bin positiv überrascht, was das Raumschiff betrifft. Da hat sich nämlich am Handling einiges getan und es lässt sich jetzt tatsächlich auch ein bisschen leichter fliegen. Man hat also einen senkrechten Start und eine senkrechte Landung. Das heißt, man kann auch präziser steuern inzwischen. Es lässt sich alles ein bisschen geschmeidiger angehen. Das gefällt mir, das haben sie gut gemacht. Das ist eine deutliche Verbesserung. Haben sie auch jetzt mal vor kurzem reingepatcht. Ich bin bloß mit dem Raumschiff ja nicht allzu oft geflogen. Schon weil ich eben nicht weiß, wie man hier im Zweifel die... Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier eigentlich meine Lat... Ja... Halt. Wo ist denn jetzt mein Schwefel? Na gut, dann bremsen wir erstmal ab. So. Da sind wir. Gut, mal gucken, wo wir sind. Hier hinten sind wir, dort ist mein Schwefel. Dorthin müssen wir. Ja, man kann jetzt, wie gesagt, viel präziser steuern, viel präziser landen und starten. Umso gut hinbekommen. So, hier ist Basalt. Ah, da sehe ich es schon durchschimmern. Das sind unser Schwefel. Gut, da kriegen wir 30. Nicht 30, sondern wir kriegen tatsächlich 90 Schwefel jetzt mit. Und damit haben wir auch genügend Schwefel, was wir brauchen. Ich hätte gerne noch was zu essen erstmal. Ich hätte gerne noch Uran, eine ganze Menge. Weil ich wollte mir tatsächlich so eine große Uranzelle bauen, so eine große Energiezelle. Aber dazu braucht man raffiniertes Uran. Und für ein raffiniertes Uran braucht es 5 normale Uran. Und da kommt man dann ganz schnell ans Limit, nicht wahr? Zumal das große Uranvorkommen in dem Sinne nicht gibt. Wenn wir jetzt nicht gerade irgendwo zufällig eine Uranhöhle entdecken. Opfer. Ja, dann sieht es nämlich schlimm aus. Dann kriegt man das gar nicht zusammen. So, wir haben erstmal genug Material, um uns notfalls ein Wohnmodul zu bauen. Ja, da hinten braut sich schon wieder die Welle zusammen. Sollen jetzt aber auch nicht stören. Denn so viel Uran gibt es gar nicht auf der Insel, wie man sich gerne wünschen würde. Ah gut, doch, hier fliegen noch eine ganze Menge Uranbrocken. Mal sehen, wie viel aber zusammenkriegen. Das sah von weitem ein bisschen wie Eisenerz aus. Auch beim Drüberfliegen, ne, erkennt man das dann gar nicht so gut. Aber wir haben eben nicht so viel Energie in unserem Raumschiff, dass wir da ständig irgendwo hinfliegen können. Und so eine Energiezelle kostet ja auch ein bisschen was in der Fertigung. Uran haben wir jetzt 20, das reicht uns aber bei weitem noch nicht. Ah, guck mal, ist das eine Höhle? Nichts wie rein, oder? Das schreit auch förmlich danach, als ob dort Uran drin ist in großen Mengen. Oh, guckt euch das mal an, wie viel Uran hier ist. Hier unten, da oben,
Sehr schön. Da baue ich gleich mal ein Wohnmodul hier davor. Okay, es hätte so schön sein können, wenn man reinkommen würde. Dann müssen wir das mal drehen irgendwie. Das geht doch. Jetzt haben wir's. Ich habe auch gesehen, dass vor dieser Höhle gerade noch eine ganze Menge Uran rumliegt. Im besten Fall können wir diese Energiezelle dann nutzen für unser Raumschiff oder für unsere Dampfmaschine, hier Dampfwalze. Im schlimmsten Fall brauchen wir dieses ganze Uran für die Rakete, für die Enderrakete. Alternativ konnte man ja statt der Enderrakete sich auch dafür entscheiden, ein Raumschiff zu bauen, um diesen Planeten zu verlassen. Diese Ocean World, ich habe mich dazu entschieden, den Mond zu pulverisieren. Kommen wir da irgendwie hoch? Gib dir mal Mühe. Nein, jetzt glitschst du ein bisschen. Machen wir erstmal hier. Ja, da kriegen wir zumindest genug Uran zusammen, dann doch erstmal. Sehr schön. Ich muss auch sehen, dass ich mit meinem Raumschiff dann überhaupt erstmal wieder zurückkomme. So oft kann ich nämlich gar nicht mehr hin und her fliegen, ohne neue Energiezellen zu produzieren. Außer es gibt eine Möglichkeit, die vorhandenen Energiezellen zu laden, die kenne ich aber nicht. Hätten sie eigentlich noch reinbringen können, irgendwie ein Ladegerät für Energiezellen. Gut, haben wir diese Höhle leer gemacht? Ja, da kommt die Monsterwelle schon wieder an. Sag mal, könntest du noch ein Wohnmodul bauen? Ja. Ich nehme jetzt tatsächlich erstmal nur Uran mit. Hätte ich eigentlich auch offscreen machen können. Gefährliche Welle erkannt. So. Ich glaube, es ist nicht notwendig, aber ich gehe trotzdem mal zurück in unsere Basis. Unser Wohnmodul. Wir warten kurz die Sequenz ab und dann geht's gleich weiter. Auf dieser Insel haben wir diese Welle noch nie erlebt. Aber wenn wir jetzt drüber fliegen, jetzt sind wir im Berg drin, schade. Ich wollte gerade sagen, könnte ich gleich mal gucken, ob wir noch irgendwo eine Höhle sehen. Aber ich sehe jetzt erstmal nichts. Hier steht unser Raumschiff. Dort hinten, da könnte noch eine Höhle sein. Ah, okay, das gucken wir uns mal an. Kleiner Skip. So, da muss ich mal gucken. Wo sind wir jetzt hier? Sind hier drüber, das heißt hier unten irgendwo hätte ich jetzt die Höhle erwartet. Sehen, ob wir sie finden. Schwefel lasse ich erstmal liegen. Ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf Uran.
Wir nehmen zwischendurch mit, was mitzunehmen geht, aber eigentlich will ich gucken, ob wir da noch eine Höhle haben, wo wir nochmal eine große Menge haben. Die würde ich dann mitnehmen. Wie gesagt, oft kann ich ja nie hin und her fliegen. Und da ist gut, wenn wir mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ich sehe es jetzt aber auch gar nicht so richtig, ob da irgendwo was ist. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Das wäre nicht schön. Ne, gib mir mal das Uran, ja. Eisen brauchen wir nicht. Dort ist es, ja genau. Die Höhle meinte ich gesehen zu haben von da oben. Ja, schön. Ist keine Höhle, oder? Doch, ist eine. Sehr schön. Und auch hier ist jede Menge Uran drin. Schaut euch das an. Da ist dann wieder ein kleines Wohnmodul bauen müssen, dass wir Sauerstoff nachtanken können. Hast du eigentlich noch Platz im Inventar? Ja. Trotzdem ist natürlich die Ressource Uran limitiert, weil es keine großen Uranvorkommen gibt. Es hatte hier mittendrin ein großes Felsvorkommen. Die großen Vorkommen, Felsen und andere Rohstoffe, die sind unlimitiert bis jetzt. Das wird sich aber vielleicht auch nochmal ändern. Könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht dann ändert. Dass sie das noch korrigieren, dass man begrenzte Rohstoffe hat. Aber vielleicht doch nicht. Gut, mehr Höhleneingänge waren jetzt aus der Luft nicht zu sehen. Da unten ist auch noch Uran. Gut, gehen wir hier hoch, gehen wir Richtung Raumschiff. Das muss gut sein, sonst sind wir den ganzen Tag nur mit Uranabbau beschäftigt. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Dann fliegen wir zurück. Dann bauen wir uns die letzten Rotoren und dann bauen wir uns die große Rakete. Doch eine ganze Menge Uran gefunden. Ja. Haben wir noch Sauerstoff? Schaffen wir das bis zu unserer Rakete? Hängt davon ab, wie viel Uran wir zwischendurch finden. Ne? Ist das dort oben schon? Gut, ab ins Raumschiff, damit wird der Sauerstoffvorrat aufgefüllt. Uiuiui. Und es geht zurück zu unserer Basis. Ach, da sieht man schon von hier drüben die Raketenstartrampe für die Ender-Rakete.
Gut, läuft. Wieso hat er jetzt noch den Sound? Jetzt ist er weg. Ja, eine Energiezelle ist schon leer und damit verbraucht. Kann man nicht aufladen. Ist ein Einweg, ein Wegwerfartikel. Und was ich halt bauen wollte, war diese große Energiezelle, diese Kernenergiezelle. Da brauchen wir 10 raffinierte Uran. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal schnell um die letzten 5 Rotoren. Und dann bauen wir die Ender-Rakete. Daraus kriegt man 6 Rotoren, glaube ich. Gut, da hat man die Drähte genau auf Stückzahl vorbereitet, sodass ich jetzt genau 50 Rotoren habe. Und dann bauen wir uns diese Rakete. Schauen wir mal, was dann passiert. Ah, er baut ja die Rakete. Da hat er auch diese Brücken rüber zur Rakete. Gehen wir wieder hier hoch, da haben wir einen besseren Überblick. Ja, wird mächtig gewaltig. Hat er da unten noch einfach in den Felsen reingesetzt? Das heißt, diese Kollision hat er nicht beseitigt. Gut, das soll uns aber nicht so weit so sehr stören. Nehmen das jetzt mal so hin. Es ist nach wie vor eine Alpha-Version oder Early Access oder wie man es auch immer nennen möchte. Da ist schon noch zu erwarten, dass da ein bisschen was an Feintuning passiert. Rocket ready to launch. Sehr schön. Ah, das macht er automatisch. Das macht er ganz automatisch. Zielt auf den Mond. Ich hoffe, wir stehen jetzt draußen auf dem Felsen. Ich hoffe, dass jetzt in der Zeit der Sauerstoff nicht weiter abnimmt, dass wir nicht sterben, während wir der Rakete zugucken. Aber das werden sie schon oben nicht gemacht haben. Sie haben das Ende des Prologs erreicht. Die Riesenwellen werden durch einen naheliegenden Mond verursacht. Ja, den haben wir ja. Wir haben die Rakete gestartet. Sie können diesen Planeten weiterhin erkunden und darauf bauen, aber für fortgeschrittene Terraformierung und mehr Inhalte erscheint bald das vollständige Spiel Eden Grafters. Ja, da sind wir durch sozusagen. Wir haben eine ganze Menge gesehen. Ich bin doch recht angetan davon, von dem Spiel. Gerade die ganze Automatisierung, was es gibt. Fürs Terraformieren bin ich noch neugierig, was sie sich da noch einfallen lassen, weil jetzt doch eine relativ einfache Mechanik dahinter gesteckt hat, einfach nur die
Terraforming Machine, diese Dünger, Zonendünger zu bauen und damit hat man dann plötzlich Wiese und Bäume. Aber da bin ich auf jeden Fall neugierig und werde sicherlich reinschauen, wenn es dann neue Inhalte gibt. Ja, das wäre die zweite Variante gegeben, nämlich diesen Planeten zu verlassen. Einfach eine andere Art und Weise wahrscheinlich, den Prolog zu beenden, aber am Ende mit dem gleichen Ergebnis. Es ist zu Ende. Ja, wie gesagt, man kann den Planeten jetzt weiter erkunden. Die Rakete haben wir gestartet, noch eine werden wir nicht brauchen. Und können aber hier auch nichts weiter großartig erreichen. Die Kernenergiezelle mit dem raffinierten Uran könnte ich bauen. Aber ja, gibt ja nichts weiter zu sehen. Deshalb ist an dieser Stelle nicht nur die Folge, sondern auch quasi das kleine Mini-Let's Play oder Gameplay, wie ich es genannt habe, zu Ende. Und ja, wie immer verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.